Es ist möglich, seine Energien anzuregen, ohne dass man von außen Bewegung macht oder etwas Besonderes dafür tut. Nur einfach durch das Denken, durch Konzentration und durch Vorstellung. Es sind alles Energieträger. Und wenn man dann noch den Atem dazu nimmt, der ja ständig da ist, den man auch dann lenken kann, das bringt Energie in Fluss. Und darum geht es, dass man den Körper in eine Balance bringt, dass die Energien gut fließen. Das nennen wir gesund sein. Und das möchte ich gerne mit verschiedenen Übungen einmal zeigen. Und liebe Dani, ja? Du hast die Hände im Schoß und wir machen einen Energiearmkreis. Und wir gehen von den Händen auf und aus, von den Händen aus. Und wir gehen dann an der linken Seite im Arm hoch und von der linken Schulter zur rechten und da wieder hinunter zu den Händen. Wir machen also einen Kreis. Wir können es aber noch genauer machen, indem wir einen Innenkreis und einen Außenkreis machen. Und der Innenkreis, da sind die Daumen aufeinander und fahren hier am linken Arm hinauf bis zur linken Schulter, gehen dann vorne bis zum Brustbein, über das Schlüsselbein, dann zum anderen Schlüsselbein, zur rechten Schulter und bei der rechten Schulter wieder hinunter und kommen bei der rechten Hand an, wo die Hände sich begegnen. Einatmend fahren wir links hoch bis zum Brustbein und ausatmend über die rechte Seite wieder hinunter bis zu den Händen. Und diesen Kreis machen wir immer wieder in dieser selben Richtung, damit die Energie wirklich fließen kann. Sonst, wenn wir es immer wechseln würden, käme man da in Schwierigkeiten. Es soll die eine Richtung sein, die Energie fließt, wir atmen und wir wissen, dass wir Energien haben, dass das Blut besser fließt, dass die Lymphe alles gut versorgt und unsere Nerven und unsere Atmung. Ich möchte aber gleich zeigen, dass wir auch einen Außenkreis machen können. Da bitte ich dich mal zu zeigen, die kleinen Finger, dass die ja auch aneinander liegen. Und dass wir mit dem kleinen Finger links beginnen, dass wir außen am Arm hochfahren und jetzt über die Schulter außen, über den Nacken und die obersten Hals und Halswirbel und nach rechts hinüber und außen am Arm wieder hinunter. Und außen kommen wir am kleinen Finger wieder an. Es ist also ein Kreis, der jetzt hinten über die Schultern, wo die Muskeln hauptsächlich auch sitzen, wo der Nacken ist, wo der siebte Halswirbel kräftig zu spüren ist, wenn man mal hinfasst, und dann rüber auf die rechte Seite und da außen wieder hinunter. Natürlich ist es nicht nur außen und innen in der Haut, sondern auch im Arm selber. Aber es ist mal deutlich, dass man etwas lenken kann und in ganz bestimmte Richtungen, ganz bestimmte Form lenken kann. Das ist wichtig. Unser Geist kann es und bewegt damit innerlich das Blut, bewegt die Nerven, bewegt die ganze Versorgung innerlich und eben auch den Atem. Sind alles Energieträger. Und wenn wir jetzt den Außenkreis machen, da hatte ich eine Freundin, die sagte, ich brauche immer noch etwas für den Kopf extra. Und sie macht gern den Außenkreis und dann hier durch den Kopf eine Schleife, dann zur rechten Schulter und an der rechten Schulter wieder hinunter unten zu den Händen. Dass man den Kopf mit einbezieht und sie sagt, ich habe den Kopf so voll bei meiner wissenschaftlichen Arbeit, ich brauche etwas, das mal das wieder etwas klärt oder auch bewegt im Kopf. Und das kann diese Schleife bewirken.